Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu dem Clash of Champions Match, was um den Cruiserweight Championship geht zwischen Brian Kendrick und TJ Perkins. TJ Perkins, der jetzige Cruiserweight Champion, der sich im Cruiserweight Classic Turnier durchsetzen konnte. The following contest is scheduled for one fall, and it is for the Cruiserweight Championship. I'm a man with a plan. So listen up here now, degenerate masses. You ain't gonna learn it in your high school classes. Kids, it ain't written down, as you know that it's true. There's a lot of famous people with the sound of the new. And his opponent, from Manila, Philippines, he is the Cruiserweight Champion, Jay Perkins! So much anticipation, and it all comes down to this. Und das Rennen um den Cruiserweight Championship beginnt. Wir haben uns für TJ Perkins entschieden, dadurch, dass ich der Meinung bin, dass TJ Perkins nicht so schnell den Cruiserweight Championship verliert, weil ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass er sozusagen anerkannt wird, dass er sozusagen nur Glück hatte, dass er dort immer gewonnen hat. Bei dem Cruiserweight Classic Turnier. Brian Kendrick, früher, wie ich mitbekommen habe, Tag Team Champion. Also WWE Tag Team Champion oder WWE ECW Tag Team Champion. Ich bin mir nicht sicher, was es war.
Ja, jedoch glaube ich, dass die Jüngeren eher gewinnen und Brian Kendrick sozusagen auch nicht Glück hatte, aber einfach nur mehr erfahren hatte in einem Fatal 4-Way-Match als die anderen Teilnehmer, wo er sich als Number One Contender durchbringen konnte. Ja, genau, sehr schlauer Sprung, aber immerhin so schneller draußen. Nein, so, zack. Willst du mich verarschen? Nein. Ja. Das war's eigentlich schon wieder. Ich habe nicht so sonderlich das Cruiserweight Classic Turnier verfolgt. Jedoch weiß ich, wer da alles so ungefähr dabei war. Ja. Was soll man noch dazu sagen? Also, das kann ich jetzt nicht abwehren. Naja. Ja, warum man den jetzt auch noch dahin bringen muss, weiß ich nicht. Also, wenn der jetzt bei NXT noch sein würde, okay. Also, ich meine, die Superstars haben schon verdient, in die Hauptshows zu kommen, weil ich auch finde, dass sie eigentlich so richtig gekämpft haben, wie die jetzigen guten Wrestler schon bei Raw oder bei SmackDown. So sah das für mich aus, als ich immer das Cruiserweight Classic Turnier ab und zu mal geguckt hatte. Im Gegensatz zu den NXT Superstars, da finde ich, das ist immer noch nicht so ganz sauber, was die da tun. Deswegen, ja, finde ich das schon gerecht. Aber dass die Titel jetzt noch dazu kommen muss, ja, von mir aus. Naja, also ich meine, die Leute, die dann keine Chance haben auf andere Titel, die haben dann halt jetzt die Chance auf den Cruiserweight Championship. War so klar. Naja. Die Deutschen haben anscheinend nicht geschafft in, oder sozusagen unter die letzten 4 oder 5 zu kommen. Ich weiß nicht, wie viele das waren, müssten aber 5 sein, ja. So, und jetzt könnte man langsam, wenn ich mal einen Finisher bekommen und alles, und dann einfach durch. He's too busy bragging and boasting than battling in this matchup. Ja gut, war vielleicht ein bisschen doof jetzt. Vicious attack to the back of the head. What a display. Brian Kendrick ist mir außerdem ziemlich unsympathisch, muss ich sagen. What's gonna happen now? Unsympathisch TV? Deswegen, das ist auch so eine Sache, wo ich mir denke, naja. Unbedingt den Titel würde ich nämlich nicht. Oder als Titelregent möchte ich ihn jetzt nicht gern sehen. Schlag, 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 schlag. Nein! Ach, sauber, verändert. Schlag und. Jetzt habe ich vergessen, wie das Ding heißt. So, mit mich jetzt. Hä, wie hieß denn das jetzt? Machen wir den anderen nochmal schnell. Zack. Machen wir hier auch den anderen. Oder doch nicht. Zack. Und. Pin! Cover! 1, 2, 3. That's defending the title decisively. You want to talk about incredible high impact sports entertainment? Check out what happened during this match. Oh, that was a match for the record books. The WWE Universe will be buzzing about this one for a while. Yeah.
Yeah, TJ Perkins, Blind Cruiserweight Champion. Damit danke ich mich fürs Zuschauen. Schaut bei den anderen Matches noch vorbei, die noch kommen. Ja, schaut bei den letzten Pay-Per-Views, Backlash zum Beispiel vorbei. Oder bald bei dem No Mercy Pay-Per-View von SmackDown, glaube ich, dass es der nächste ist. Oder bald bei Hell in a Cell. Tschüss, habt noch einen schönen Tag.